Heute gibt es ein Update zur offenen Liebe, weil ich beschäftige mich damit seit 2-3 Jahren und habe meine Erfahrungen gemacht und das Bild der offenen Liebe, und ich habe euch das damals gesagt, das justiert sich immer feiner. Es wird immer ausgeprägter, was es bedeutet, offen zu lieben. Und ich möchte euch heute an meinen persönlichen Erfahrungen, weil da gibt es kein richtig und da gibt es auch kein falsch, präsentieren, was derzeit mein Stand ist und was ich daraus ableite für die allgemeine Betrachtung zur offenen Liebe. Generell gilt natürlich, dass das Konzept einer offenen Liebe ein Alternativmodell ist. Es ist nichts, wo es einen breiten Konsens in der Gesellschaft gibt. Das sollten sich einfach alle bewusst sein, die dieses Video schauen. Das heißt, man wird relativ wahrscheinlich an sehr vielen Stellen des Videos sagen, nö, das ist nichts für mich oder das habe ich so nicht kennengelernt. Oder auch vielleicht sogar in Dimensionen von richtig und falsch denken. Und das ist dann eben so. Gut, wie sieht es aktuell bei mir aus? Ich lebe derzeit mit Cecile in einer Wohnung zusammen. Und mit Cecile hat sich über die Zeit, wir leben jetzt seit, glaube ich, knapp einem Jahr zusammen, eine sehr, sehr intensive Beziehung entwickelt. Und wir beide wünschen uns, Liebe offen zu gestalten, freiheitlich zu gestalten, und das Prinzip der offenen Liebe als solches wird uns beiden nicht in Frage gestellt, sondern das ist alternativlos, weil wir möchten jederzeit, dass sich unser Partner entfalten kann. Und das bedeutet eben auch, wenn der Partner glücklicher ist, in einem Moment mit einer anderen Person zu verbringen, dann sind wir auch glücklicher, weil der andere glücklicher ist. So, das Grundkonstrukt. Und bei mir am Anfang, wo ich das kennengelernt habe, ich bin ein Mensch, der direkt versucht auch ganz in die Tiefe zu gehen, das vollkommen auszuloten. Das war mit der Rohkost genauso, dass man am Anfang wirklich drauf geschaut hat, die Sojasauce in Rohkostqualität und jede Nuss in Rohkostqualität, und dann eben sich zu einer goldenen Mitte bewegt hat. Und so hatte ich am Anfang ganz, sagen wir mal, restriktive Vorstellungen, die sich jetzt auch langsam auf eine goldene Mitte bewegen. Beziehungsweise bei einigen Dingen eben nicht bewegen. Und dass das bereits schon die goldene Mitte war. Und dazu zählt eben auch die Freiheit und die Bedingungslosigkeit. Das heißt, da habe ich jetzt festgestellt, auch nach doch jetzt 2-3 Jahren, die ich die offene Liebe lebe, dass es tatsächlich bedingungslos, was ja eigentlich extrem klingt, ist. Sobald man beginnt, eine Bedingung zu formulieren, ist die ganze Magie und dieser ganze Flow-Zustand einfach weg. Also Bedingungen können nicht existieren. Es muss immer alles freiwillig geschehen und im gegenseitigen Einvernehmen, und ohne dass man sagt, du musst so sein oder ich erwarte das von dir. Und auch mit Bewertungen, das ist schlecht, sollte man sich zurückhalten. Das gelingt natürlich nicht immer. Das Ego schlägt dann auch mal zu und sagt, das finde ich scheiße, das nervt mich, das kotzt mich an. Kennt wahrscheinlich jeder. Und danach muss darüber geredet werden. Und man muss wieder in den Zustand zurückkommen. Ja, was allerdings in meinen Augen sich verändert hat, auch jetzt insbesondere in der praktischen Erfahrung, indem ich jetzt mit Cecile ein Jahr zusammenlebe, beziehungsweise knapp ein Jahr, dass dieses komplette in dem Moment so, also ich fließe jetzt in dem Moment so und dann fließe ich in dem anderen Moment total anders, dass das gar nicht so ist. Denn es passiert Folgendes: Wenn zwei Menschen miteinander in eine Beziehung gehen, dann wird so eine Art energetischer Teppich gewebt. Es wird ein Teppich gewebt aus den Energien der beiden Menschen. Das ist jetzt einfach nur ein Bild. Wir können gerne etwas anderes benutzen. Das ist einfach das, was aus meinem Herzen spricht und was sich gut anfühlt, den Begriff zu nutzen. Ein energetischer Teppich wird gewebt. Und dieser Teppich ist ganz speziell. Dieser Teppich ist ganz speziell.
Und zwar, man könnte diesen Teppich auch so ein bisschen synonym für eine Beziehung sehen, also wie zwei Menschen miteinander interagieren. Und dieser Teppich ist bei mir oder bei uns, bei Cecile und mir, geprägt von vor allem Freiheit, vor allem von Behutsamkeit und von Respekt. Und das ist sozusagen unser Beziehungsteppich, unser Liebesteppich. Und nun ist es so, dass offene Liebe ist ja immer, das ist auch der Punkt, wo viele, wo die Geister sich scheiden, dass dann auch immer andere Personen mal ins Spiel kommen. Und was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Wenn beide auf diesem Teppich sind, das heißt, beide Menschen sind zugegen, sind aktuell noch da, keiner ist gestorben, keiner ist für längere Zeit verreist und man verliert das so ein bisschen aus dem Auge. Die Erfahrung habe ich auch mit Hannah gemacht. Mit Hannah hatte ich als erstes die offene Liebe gelebt und ja, und so eine längere Zeit voneinander entfernt bedeutet nicht, dass dieser Teppich weg ist, der Teppich ist nach wie vor da, aber man fängt auch an, einen neuen Teppich zu weben mit anderen Menschen. Und wenn man im Alltag aber ja, quasi dieser Teppich existent ist, den man mit der anderen Person gewebt hat und es kommen andere Personen dazu, dann ist es bei der offenen Liebe so, dass es durchaus möglich ist, dass die Person, die dazukommt, da auch mitweben kann. Die kann sich auf diesen Teppich niederlassen und anfangen zu weben. Und dann ist es auch nicht so, dass Cecile und ich diesen Teppich gewebt haben und die anderen können da so ein paar Schnörkeleien noch dran machen, aber der Grundteppich, das ist der von Cecile und mir. Das ist nicht der Fall. Sondern auch andere Menschen können, wenn sie intensiv weben, diesen Teppich mitgestalten und andere Dinge in die Beziehung mit reinbringen. Aber wichtig ist, dass alle involvierten Personen auch noch am Weben sind. Und der eine dann nicht, sagen wir mal, irgendwie den Mund hält oder sich zurücknimmt, obwohl der andere irgendwas in den Teppich webt, was einem nicht gefällt. Und deshalb ist es so extrem wichtig, dass man immer ehrlich miteinander redet. Und wir haben das uns mittlerweile wirklich ja, so in Fleisch und Blut, dass es uns übergegangen ist, dass wir jeden Abend miteinander reden, wie wir uns fühlen, was wir erlebt haben an dem Tag. Auch wenn wir schon darüber gesprochen haben, aber am Abend vorm Schlafen gehen, einfach nochmal wirklich uns Zeit nehmen, uns auszutauschen. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn dann eben eine dritte oder eine vierte Person ja, mit am Rumweben ist. Und das ist auch so ein wenig dieser etwas anderes als eine offene Liebe, wo man viele Beziehungen zu anderen Menschen hat, viele kleine Teppiche und quasi heute Morgen auf diesem Teppich fliegt und morgen auf diesem Teppich fliegt. Und ja, das, was so ganz am Anfang auch so ein wenig meine Einstellung dazu war, ne, das habe ich auch in den ersten Videos so gesagt, was sicherlich für einige genau das Richtige sein kann. Ne. Ja, jetzt geht es einfach nur um mich, um meine, einfach ein Update für die Menschen, die ja, da einfach gerne folgen, die einfach gerne meine Erfahrung annehmen als meine Erfahrung und ja, dann darüber selbst reflektieren können. Und für mich ist es jetzt tatsächlich so, dass dieser Teppich, den man gewebt hat energetisch, mit so wundervollen Dingen, mit so wundervollen Perlen der Liebe und mit allem, was man so zu geben hat und zu schenken hat, dass dieses gerne von anderen mitgewebt werden kann, wenn man zu dritt, zu vier, zu fünf eine liebende Gemeinschaft aufbaut, die eben diese Werte von Freiheit, von Respekt, von Behutsamkeit mit einfließen lässt oder eben nicht. Das kann auch sein, denn ich habe auch gemerkt in der Zeit, dass in der Situation, in der ich mich befinde, sehr zufrieden bin und sehr in mir ruhe. Vielleicht erkennt man das auch in den Videos. Und da ist natürlich dieser Teppich, den ich mit Cecile gewebt habe, auch ein großer, wir sind alle soziale Wesen und jeder sucht Liebe und das hat einen großen Anteil daran. Und ja. Und wir schauen dann einfach, wie es weitergeht. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, immer noch, und das ist auch der Fall, dass sowohl Cecile als auch ich trotzdem Teppiche mit anderen weben. Das passiert auch. Das sind, ja, das,
das sind, die haben dann andere Werte und die passen dann vielleicht nicht in diesen Teppich rein. Das kann natürlich auch passieren. Muss man dann auch so sein. Also das darf jetzt nicht sein, das ist jetzt unser exklusiver Teppich und wir leben nur auf dem Teppich. Das möchte ich auch explizit nochmal erwähnen, dass es jetzt keine Restriktion ist. Es ist derzeit so, dass wir auf diesem Teppich leben und ja, vielleicht unser ganzes Leben leben und mal sehen, vielleicht zu zweit leben, vielleicht zu dritt, vielleicht zu viert, je nachdem. Und es ist ja auch so, wenn man einen Teppich mit einem anderen webt, dieser Teppich kann zum Beispiel gewebt sein aus Sorgsamkeit, aus Verlässlichkeit, auch was man so mit Liebe assoziiert, was aber nicht ganz so reinpasst in diese Liebe, in diese freiheitliche Liebe, in diese bedingungslose Liebe, weil Verlässlichkeit oder Sorgsamkeit, das impliziert andere Dinge als Freiheit. Und entsprechend würden diese Teppiche gar nicht zusammenpassen. Und dann muss man tatsächlich wählen zwischen dem Teppich und dem Teppich. Ne? Gehe ich auf dieses Konstrukt, wo jetzt 3-4 Leute da gewebt haben und das gefällt mir, oder auf diesen, wo 5-6 Leute gewebt haben, oder auf diesen, wo einer gewebt hat, also man mit einem gewebt hat. Und dann muss man dann eben schauen. Aber dadurch, dass Cecile und ich jetzt einen Teppich gewebt haben, der so vollends unseren Idealen entspricht, und wir schon gemerkt haben, dass es durchaus Menschen gibt, die auch diese Sachen haben und die auch damit weben können, ist es derzeit so, dass wir tatsächlich ja, sehr stark auf diesem Teppich leben und die Idealvorstellung, das heißt Idealvorstellung, aber eine schöne Vorstellung, das ist jetzt schon eine wunderschöne Vorstellung. Aber eine schöne Vorstellung ist natürlich, dass dieser Teppich von immer mehr Menschen gewebt wird und irgendwann die ganze Welt an diesem Teppich webt und die ganze Welt nach diesen Idealen lebt. Aber das ist dann, und da bin ich auch ehrlich genug, das zu sagen, einfach eine Sache meines Egos, dass meine Vorstellung von Liebe, diese Freiheit, diese Bedingungslosigkeit, dass ich die natürlich gerne sehen würde, dass das jeder so lebt. Weil dann ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort wird. Gut. Das wird man wahrscheinlich nie erfahren. Auch so realistisch bin ich. Weil die Freiheit des anderen, das sind für viele Menschen leider Probleme, die sie nicht bewältigen können. Das ist für mich persönlich, fühlt sich das traurig an, dass das so ist. Aber man muss es respektieren. Ja, das ist so meine aktuelle Situation, was offene Liebe angeht und meine Gedankenwelt, wie es mir geht. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr mittlerweile auch Erfahrungen in der offenen Liebe gemacht. Ich hatte schon einige Menschen, die mich angesprochen haben, die gesagt haben, ja, dass sie jetzt auch damit experimentieren und schauen, was ist. Herzliche Grüße nochmal an das Pärchen in Berlin zur Revolution, was zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, du hast unsere Beziehung gerettet, wollten sich schon trennen, aber dann haben sie das Konstrukt der offenen Liebe für sich entdeckt und ja, und dann ist es zu dem Zeitpunkt, wo wir uns da getroffen haben, ja, besser gelaufen, obwohl da gar nicht irgendwie andere Leute dann plötzlich jetzt im Spiel waren, sondern sie immer noch zu zweit waren. Aber man hat einfach diese Grenzen losgelöst, diese Mauern runtergerissen. Und man hat einfach die Liebe, die für den anderen spürt, hat man eingesetzt, um diese Mauern runterzureißen und der andere, dass er sich potenziell entfalten kann. Und das ist natürlich noch eine ganz andere Liga, wenn derjenige das dann auch nutzt und sich entfaltet. Das wird man dann sehen. Ja, so viel dazu. Komm schon wieder ins Reden. Sollte eigentlich noch ein kurzes, knackiges Update sein. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise unten in den Kommentaren. Euer Christian.